Meine lieben Geschwister, wir hören alle Nachrichten, wir sehen viele Nachrichten und wir sehen, dass viele Anschläge, viele Sachen passieren, die mit Muslimen in Verbindung gebracht werden. Und es wird von den Muslimen erwartet, sich davon zu distanzieren. Die Muslime distanzieren sich schon seit Jahrzehnten und jetzt nach einer so langen Zeit ist das Ergebnis genau das Gegenteil von dem, was man mit diesen Distanzierungen erreichen wollte. Der Islam wird in Verbindung gebracht mit Gewalt, mit Frauenunterdrückung, mit Aggressionen, mit Rückständigkeit. Und vor all diesen Sachen haben wir uns jahrelang distanziert. Von daher sollten wir auch für die Zukunft uns genau Gedanken machen, uns überlegen, wie wir weiter vorgehen wollen, ob wir uns weiterhin von bestimmten Sachen distanzieren wollen oder nicht. Unabhängig davon ist es jedoch wichtig für uns zu wissen, was sagt der Islam zu bestimmten Aggressionen, zu bestimmten Anschlägen, zu Aggressivität, zur Gewalt, zu Terrorismus, zu Extremismus. Wir müssen diese Dinge wissen, unabhängig davon, was man von uns erwartet oder nicht. Das ist nebensächlich. Für uns Muslime ist es wichtig zu wissen, was sagt der Islam zum Extremismus? Was sagt der Islam zu dem, was momentan auf der Welt passiert? Was sagt der Islam zu den geschichtlichen Ereignissen in den letzten 1400 Jahren, in denen die Muslime mit involviert waren und nicht alles war perfekt? Die islamische Geschichte kann sich sehen lassen. Natürlich, es gibt viele hervorragende, herausragende Beispiele. Doch es gab auch Situationen und Zeiten, die nicht gut waren, die zu kritisieren sind. Es waren Menschen. Und die Gefährten, selbst die Gefährten waren Menschen. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Situation sich losgesprochen von Khalid ibn Walid, der im Krieg Leute bekämpft hat, die aus Versehen, die sagen wollten, wir ergeben uns, wir sind Muslime. Daraufhin sagten sie Sabana und hatten das falsche Wort benutzt. Daraufhin hat es Khalid ibn Walid falsch verstanden und hat sie bekämpft. Daraufhin sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich spreche mich los von dem, was Khalid gemacht hat. O Allah, er hob seine Hände und sagte, ich spreche mich los vor dem, was Khalid ibn Walid, ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gemacht hat. Es war ein Fehler, den er begangen hat. Doch da geht es um Menschenleben. Von daher ist es wichtig zu wissen, was sagt der Islam zum Extremismus. Und als ich diese Worte vorbereitet habe, ist es sehr lang geworden. Von daher werde ich heute wahrscheinlich nur einen Teil davon erwähnen. Vielleicht nächste Woche den zweiten. Wir sollten also wissen, für uns, was sagt der Islam zum Extremismus? Was ist die Position des Islams zum Extremismus? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala darüber im Koran? Was sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Sunna, in der authentischen Sunna? Denn da die Leute, die oft etwas missinterpretieren oder etwas missbrauchen wollen, die stützen sich auf schwache Hadithe, zum Teil auf erlogene Hadithe. Es ist eine Wissenschaft, die gefährlich ist. Man darf nicht einfach irgendein Hadith nehmen, um das zu begründen, was man gerade beabsichtigt. Es ist eine Verantwortung. Und es gibt das Prinzip im Islam, dass alles halal ist. Alles ist halal. Ein Grundprinzip, eines der größten Rechtsregeln im Islam. Al-aslu fil ashiya al-ibaha. Die Grundregel, das Grundprinzip in allen Dingen ist, dass es erlaubt ist. Doch wenn es ums Blutvergießen geht, wenn es um Menschen geht, um Verletzungen des Menschen geht, dann ist die Regel genau umgekehrt. Das Grundprinzip, die Grundregel ist das Verbot. Man darf keinem Menschen etwas antun, man darf keinen Menschen verletzen. Die Grundregel ist die, dass das Blut und die Unversehrtheit eines Menschen geschützt ist. Und wenn wir sehen, dass der Islam gekommen ist, um selbst die Rechte von Tieren zu schützen, und da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qatala usfuran bi ghayri haqq yus'alu anhu yawm al-qiyamah. Wer einen Vogel tötet, zu Unrecht, ohne Recht, der wird am jüngsten Tag dafür gefragt werden. Darüber wird diese Person am jüngsten Tag befragt werden, über einen Vogel.
Und dann fragt der Mann, und was, wie kann man einen Vogel töten mit Recht? Wenn man beabsichtigt, ihn zu essen. Aber dieses Quälen und Blut vergießen lassen, selbst bei Tieren ist es gefährlich. Und wir wissen, dass eine Frau in die Hölle kommen wird, dadurch, dass sie eine Katze eingesperrt hat, ihr nichts zu essen gegeben hat und sie hat nicht selbst auf die Jagd hat gehen lassen. Und in der Sunna des Propheten heißt es, diese Frau wird in die Hölle kommen. Man darf Tiere noch nicht mal schlagen. Man darf sie nicht ins Gesicht schlagen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn ihr ein Pferd oder ein Kamel, wenn ihr irgendetwas vorantreiben wollt, ihr schlagt Tiere nicht ins Gesicht. Und wie ist es dann erst mit den Menschen? Wenn man das mit Tieren nicht tun darf, wie ist es dann erst mit den Menschen? Und was sagt Allah dazu bezüglich des Menschen? Wenn man es mit Tieren schon nicht machen darf und zu den Menschen sagt Allah im Koran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Und wir haben den Kindern Adams Ehre erwiesen. Ehre. Das zeigt die Wichtigkeit, die Stellung, die der Mensch bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Und es geht um Bani Adam, den Kindern Adams. Hier geht es nicht um Muslime, um Gläubige, um Juden. Hier geht es um den Menschen. Den größten Schaden am Islam und an den Muslimen über die 1400 Jahre haben die Muslime oder der Islam durch Extremisten erfahren. Durch Gruppen, die behauptet haben, Muslime zu sein. Und wir können ihnen nicht absprechen, keine Muslime zu sein. Das ist etwas, wir können niemandem absprechen, Muslim oder nicht Muslim. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala weiß es. Außer jemand sagt offensichtlich, dass er kein Muslim ist. Aber diese Personen, die sagen, sie sind Muslime, wir sprechen es ihnen nicht ab, wir wissen es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala weiß es. Wir können nur die Handlungen beurteilen. Und mit wir meine ich hauptsächlich die Gelehrten, die jahrzehntelang ihres Lebens investiert haben, studiert haben, das, was der Prophet wirklich gesagt hat, das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, was die ersten Generationen der Gelehrten gesagt haben, was sie beurteilen und wie sie es beurteilen. Allah sagt im Koran an zwei Stellen, Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah ghayra al-haq wa la taqulu ala Allah illa al-haq. O Leute der Schrift, seid nicht extrem in eurer Religion. Seid nicht extrem in eurer Religion. Der eine oder andere mag sich fragen, die Leute der Schrift sind gemeint. Der Anfang des Verses heißt, O Leute der Schrift. In diesen Versen, über diese Verse wurde einmal ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt und daraufhin wurde gesagt, es sind doch die Leute der Schrift gemeint. Also dieser Vers ist herabgesandt worden, speziell für die Leute der Schrift. Daraufhin sagte der Gefährte, Murratun lahum hulwatun lakum. Ist es etwa für sie, ist es eine Kritik, ein Tadel und für euch? Euch betrifft es gar nicht. Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran die Leute der Schrift anspricht, dass sie etwas tun sollen oder nicht tun sollen, bestimmte besondere Prinzipien und Werte des Islams, dann gelten diese auch für uns Muslime. Wenn Allah zu ihnen sagt, seid nicht extrem in eurer Religion, dann gilt es auch für uns in unserer Religion, dass wir nicht extrem sind. Wenn er sie warnt vor Fehlleitungen, vor Unrecht, dann meint er uns auch damit. Es gilt nicht für sie und für uns nicht. Sonst begeben wir uns der Gefahr hin, zu denken, wir sind was ganz Besonderes und Allah wird uns sowieso, wir sind das auserwählte Volk. Und das waren vor uns die Juden, die das schon behauptet haben und Allah kritisiert sie dafür im Koran. So dürfen wir nicht den gleichen Fehler machen, wie die Generationen und die Völker vor uns gemacht haben. In einem Hadith des Propheten heißt es, Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Das sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dreimal. Zugrunde gehen werden die Extremisten. Werden die Extremen. Zugrunde gehen werden die Extremen. Zugrunde gehen werden die Extremen. Das sagte der Prophet dreimal. Und der Prophet, wenn er etwas wiederholt, dann deutet es auf die Bedeutung hin, die er den Menschen nahelegen will. Und wir sehen, dass der Islam und die Muslime beschädigt worden sind. Ihnen wurde Schaden zugefügt. In den meisten Fällen. Und der schlimmste Schaden, der ihnen zugefügt worden ist, ist von den Extremen gewesen, von den Extremisten. Sie hatten damals Uthman kritisiert, den dritten Kalifen, den Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies versprochen hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es bestätigt. Der dritte Kalif, einer der engsten Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Und bevor man ihn getötet hat, hat er gesagt, niemals habe ich vorher, selbst vor dem Islam, Unzucht begangen. Niemals habe ich nur einen Schluck Alkohol getrunken. Niemals habe ich gelogen. Niemals habe ich gelogen. Und jeden Freitag, seitdem ich den Islam angenommen habe, habe ich einen Sklaven die Freiheit geschenkt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm einmal gesagt, was Uthman ab heute an tun wird, Allah wird es ihm nicht anrechnen, negativ. Egal was er tun wird an negativ, Allah wird es ihm nicht mehr anrechnen. Das war damals, als Uthman radiallahu anhu eine Armee von 300 Kamelen mit Ausrüstung und alles gespendet hat, fisabilillah. Und diese Person, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, ist ermordet worden. Und es gab Anstachelungen. Und es gab Leute, die ihn kritisiert haben. Und man kann kritisieren, ist eine Sache. Die Gefährten hatten unterschiedliche Meinungen. Aber es hat bis zu seinem Tod geführt. Dahin führt der Extremismus. Und wie hat man es begründet? Genau mit dem gleichen, wie es damals mit Ali radiallahu anhu passiert ist. Als Ali radiallahu anhu ermordet worden ist. Er war in einer Schlacht und Leute haben sich von ihm abgesondert. Kurze Zeit später haben sie gesagt, Ali ist ein Kafir. Und sie haben Slogans benutzt, die islamisch sind. In den Hukmu illa lillah. Allah ist der Gesetzgeber. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Und wenn man sie hört, denkt man, Mashallah, das ist wunderbar. Aber sie haben den Islam missbraucht. Sie haben Verse missbraucht. Und Ali radiallahu anhu, als er diesen Koranvers gehört hat, in il-Hukmu illa lillah, ist ein Vers aus dem Koran, den diese Leute gerufen haben. Was sagte er daraufhin? Kalimatu haq urida biha batil. Wahre Worte, mit denen man Falsches beabsichtigt. Wahre Worte, es sind koranische Worte, die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala, mit denen man Unrecht beabsichtigt, Schlechtes beabsichtigt. Von daher muss man vorsichtig sein, wem man folgt und wer diese Verse interpretiert. Man darf nicht irgendjemand sagt, erzählt uns irgendetwas aus dem Koran oder aus der Sunna, von der wir nicht wissen, ob sie authentisch ist oder nicht, und wir folgen blind. Und wo ist die wahre Botschaft des Islams? Wo ist die Botschaft, mit der Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten gesandt hat? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich wahrlich ausschließlich als eine Barmherzigkeit gesandt. Als eine Barmherzigkeit hat Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten bezeichnet. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً. Dieser Satzbau bedeutet, wir haben dich ausschließlich als Barmherzigkeit gesandt. Als Barmherzigkeit für die Menschen. Für die Menschen. رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Für die gesamte Menschheit. In einem Hadith heißt es, المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. Der Muslim ist derjenige, vor dem die Menschen geschützt sind, vor seiner Zunge und vor seiner Hand. Also ein Muslim, der nicht schlecht über die anderen Menschen redet und der auch nicht die anderen Menschen mit seiner Hand verletzt, in Form, wenn er eine Waffe hält, ein Schwert hält und sie verletzt. والمؤمن, und der Gläubige, der wirklich Gläubige, man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim. Das sind diejenigen, die in dem Muslim, in dieser Person Vertrauen haben über ihr Blut, über ihre Unversehrtheit, über die Unversehrtheit der Menschen und über ihr Vermögen. Das ist ein Muslim und das ist ein Gläubiger. Jemand, vor dessen Gefahr, Aggressivität der Mensch geschützt ist. Jemand, der nicht schlecht über sie redet und sie nicht verletzt. Und dem man anvertrauen kann, meine Unversehrtheit und unser Vermögen. Das ist das, was wirklich ein Muslim ausmacht. Jemanden zu verletzen oder zu töten, ist ein gewaltiges Vergehen. Und am jüngsten Tag, das Erste, was zwischen den Menschen gerichtet wird, wenn zwischen den Menschen gerichtet wird am jüngsten Tag, das Erste, was gerichtet wird, ist das Blut. Wenn Menschen einander verletzt haben und Blut geflossen ist. Das ist das Erste, worüber Allah subhanahu wa ta'ala richten wird. Das deutet auf die Gefahr hin, wie wichtig diese Angelegenheit ist und wie gefährlich sie ist. Und dann gibt es einen Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet redet nicht von sich aus. Alles, was er sagt, ist eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. In der heißt es, لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. Der Gläubige ist in einem Freiraum. Er hat Freiheiten und einen Freiraum in seiner Religion. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala, egal was er tut, Allah wird ihm vergeben können. Allah wird ihm vergeben.
Er hat diesen Spielraum, er hat diesen Freiraum, den ihn Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Ma lam yusib daman harama, solange er nicht zu Unrecht hat Blut vergießen lassen. Dann ist es vorbei mit der Freiheit in der Religion. Dann gibt es kein Zurück mehr. Wenn man zu Unrecht hat Blut vergießen lassen, zu Unrecht jemanden verletzt hat, die Unversehrtheit von Menschen in Kauf genommen hat, anhand von Belegen, die von uns von irgendwelchen Leuten vorgetragen werden, die niemanden gekannt hat, die niemand kennt. Wenn jemand das macht, dann ist die Barmherzigkeit und die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala in Gefahr. Dann setzen wir das aufs Spiel. Die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Das Leben der Menschen, was eines der Grundprinzipien im Islam als schützenswert erwähnt wird, sind geschützt durch Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Menschen sollen sich daran halten und niemand darf irgendeinen Menschen anders verletzen oder irgendetwas antun, es sei denn mit klaren, strikten Belegen, die werden wir vielleicht in Zukunft in der nächsten Woche vielleicht besprechen, wann ein Mensch bestraft werden darf. Und wer das dann überhaupt tun darf? Ein Richter, ein islamischer Richter. Ein Richter. Und wenn wir in einem nicht-islamischen Land leben, dann darf es niemand von den Muslimen, niemand, es gibt keine Selbstjustiz. Dann sind wir im Chaos. Und der Islam ist nicht gekommen, um Chaos zu schaffen. Der Islam ist gekommen, um Ordnung zu schaffen. Und das haben die Gefährten verstanden. Das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen gelehrt. Und es fängt in ganz kleinen Angelegenheiten an. Wenn drei zusammen reisen, dann soll einer ihr Emir sein, ihr Führer. Dass, wenn sie sich streiten, dass er entscheidet. Warum? Damit es kein Chaos gibt. Und Umar radiallahu anhu in einer Begebenheit, um zu zeigen, wie gefährlich es ist, Blut vergießen zu lassen, als Umar Staatsoberhaupt gewesen ist, der zweite Kalif nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nach Abu Bakr, hat sich eine Gruppe im Jemen zusammengetan, um einen Menschen zu ermorden. Und sie waren sich bewusst, es gibt einen Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der besagt, dass nur derjenige getötet werden darf, der den Mord begangen hat. Die Todesstrafe darf nur derjenige erleiden, der den Mord begangen hat. Doch es waren 10 Leute, die ihn getötet haben. Wer hat den Mord begangen? Darf man sie alle deswegen bestrafen? Sie haben einen Mord begangen. Und Umar war in einer Situation, wie gehe ich jetzt vor? Und er war Staatsoberhaupt. Er war derjenige, der diese Angelegenheit auch islamisch beurteilen darf. Weil er die Verantwortung trägt. Und nicht irgendwelche Leute, die irgendwo wohnen, in irgendeinem Stadtteil, irgendwo denken, sie haben einiges gelesen oder einiges gehört oder einen Hadith. Die Verantwortung trägt Umar radiallahu anhu. Was hat er daraufhin gemacht? Jemand ist ermordet worden, verletzt worden. Und er wusste, er war sich der Gefahr bewusst, wozu es führen kann. Und er hat alle 10 bestraft. Er hat alle Beteiligten bestraft. Mit dem Tod. Warum? Weil sie einen Menschen ermordet haben. Das deutet auf die Gefahr hin. Auf die Wichtigkeit des Menschenlebens. Und von daher ist es für uns, besonders in der heutigen Zeit, extrem wichtig zu wissen. Und wir hören überall, jedes Mal, jeden Tag sterben Hunderte von Menschen auf der ganzen Welt. Es darf uns nicht egal sein. Und noch weniger darf es uns egal sein, wenn diese Leute, die das machen, behaupten, sie wären Muslime oder aus islamischen Gründen es zu tun. Bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Verständnis in der Religion gibt. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Wie ich schon gesagt habe, es kommt nicht auf die Slogans an. Es kommt nicht darauf an, was jemand ruft oder was jemand sagt. Was jemand ruft oder was jemand sagt und wie er etwas begründet. Wenn jemand sagt Allahu Akbar und tötet jemand, dann ist es ein Verbrechen, wenn es ein Verbrechen ist. Und da gibt es einen Spruch, der mittlerweile öfter zirkuliert in verschiedenen Foren, in verschiedenen Bereichen. Wenn jemand Alkohol trinkt und er sagt vorher Bismillah, ist das Alkoholtrinken noch nicht halal. Jemanden zu töten und vorher Allahu Akbar zu rufen, macht das Töten auch nicht halal. Von daher ist es eine Gefahr, man muss aufpassen. Die Wichtigkeit der Unversehrtheit der Menschen ist ein zentrales Prinzip im Islam. Man sägt am Stamm, es geht hier nicht um die Zweige. Wenn der Islam
wie ein Baum ist, dann sägt man am Stamm. Und es gibt kein Zurück mehr. Wenn man einen Menschen verletzt hat oder getötet hat, zu Unrecht, dann gibt es kein Zurück mehr. Und das sind die ersten Sachen, über die Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag zwischen den Menschen richten wird. Es gab schon mal in der islamischen Geschichte eine extremistische Gruppierung zur Zeit von Ali radiallahu anhu. Und sie haben ihre Ideologie, ihr Verständnis, ihre Ideen und Gedanken mit koranischen Versen belegt. Gesetzgeber ist Allah, in al-Hukmu illa lillah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Hadithen, in denen gesagt wird, dass er diese Personen damit gemeint hat, sagt er, ihr werdet eure Koranrezitation und eure Gebete, wenn ihr sie vergleicht mit deren Gebete und mit deren Koranrezitation, für gering schätzen. Eure Gebete und eure Koranrezitation, wenn ihr seht, wie sie beten und wie sie fasten, dann denkt ihr mal, das ist enorm. Doch ihr Iman und ihre Koranrezitation wird ihre Hälse nicht überschreiten. Sie werden vielleicht viel beten und viel fasten und werden muslimisch aussehen vielleicht. Doch ihre Gebete und ihre Koranrezitation, das nach außen hin sehr schön wirkt. Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet redet nicht von sich aus. Und dieser Hadith steht in Bukhari, ein authentischer Hadith. Und nicht nur eine, sondern mehrere. Diese Handlungen, von denen man denkt, mashallah, sie werden ihre Hälse nicht überschreiten. Das heißt, diese Taten sollen zu Allah subhanahu wa ta'ala emporsteigen. Doch diese Taten werden nicht ihre Hälse überschreiten. Diese Taten werden ihnen nichts bringen. Nichts. Ibn Umar, radiallahu anhu, beschrieb diese Gruppe, beschrieb die Khawarij, auch in Bukhari. Er beschrieb sie als schlechteste Gruppe oder die schlechteste Menschen, die es gibt, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, die zu der Schöpfung gehören. انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. Sie haben Verse genommen, die gar nicht die Muslime betreffen, und sie haben sie angewandt, sondern diese Verse haben Nicht-Muslime betroffen und sie haben sie angewandt auf Muslime, also sie haben etwas missbraucht, sie haben etwas missinterpretiert. Falsch verstanden, falsch angewandt. Wozu hat es geführt? Es waren Belege, die sie gehabt haben, die sie verstanden haben, so wie sie es verstanden haben, aus dem Koran und aus der Sunna. Wozu hat es geführt? Es hat dazu geführt, dass sie Gefährten getötet haben, dass sie gläubige Muslime getötet haben. Bekannte Gefährten sind getötet worden. Man hat sie getötet und man hat deren Frauen getötet. Eine Frau war schwanger gewesen, man hat ihr den Leib aufgeschlitzt und das Kind noch getötet. Wo führt der Extremismus hin? Ihr seht, und diese Leute begründen das mit dem Islam. Sie begründen das mit Verse aus dem Koran. Ali radiallahu anhu ist ein Kafir, haben sie behauptet. Ali radiallahu anhu und Uthman und die ganzen anderen Gefährten, die auf der Seite von Ali gewesen sind. Und sie waren überzeugt davon, dass sie richtig liegen. Ich will euch damit sagen, wohin führt der Extremismus hin? Man kann blind werden und von daher, es ist eine Gefahr, eine enorme Gefahr. Und jemand muss genau aufpassen, von wem er seine Religion nimmt. Von wem nimmt er seine Religion? Nimm ich sie von Leuten, die seit einigen Jahren praktizieren? Oder nimm ich sie von der Mehrheit der Gelehrten? Und die Mehrheit der Gelehrten sind alle gegen diese extremistischen Gruppierungen. Am jüngsten Tag kann man sagen, Allah, ich habe es nicht gewusst, jemand hat mir das und das gesagt. Aber Allah hat uns einen Verstand gegeben, für den wir verantwortlich sind. Einen Verstand, mit dem wir bestimmte Sachen verstehen und abwiegen sollen. Einen Verstand hat er uns gegeben. Höre ich auf jemanden, der seit einigen Jahren praktiziert, noch jung ist, 25 Jahre alt ist, 30 Jahre alt? Oder höre ich auf 100% auf alle Gelehrte und die Leute, die das vielleicht, diese extremistischen Gruppierungen unterstützen? Niemand von ihnen ist bekannt vorher schon gewesen als Gelehrter. Die Gelehrten kritisieren, alle Gelehrten kritisieren das. Und dann stehen wir vor Allah subhanahu wa ta'ala und haben unsere Taten zu verantworten. Wir haben dann unsere Taten zu verantworten. Und wir können dann nicht sagen, ich habe keine Ahnung gehabt. Wenn die meisten Gelehrten, und hier in Frankfurt, alle Moscheen, ich bin in einem Verband, in dem die meisten Moscheen angeschlossen sind, und alle kritisieren das. Und die Imame, die dort anwesend sind, die haben 10, 20, 30, 40, 50 Jahre zum Teil studiert. Und alle kritisieren das. Doch man denkt, diese Leute haben keine Ahnung. Es ist eine Gefahr. Extremismus ist Gift. Extremismus schadet als allererstes den Muslimen und den Menschen.
Und es ist eine Gefahr und wir müssen aufpassen, was uns leitet. Natürlich, es passiert viel Unrecht auf dieser Welt. Es gibt Doppelmoral. Man redet von Menschenrechten und Menschenwürde und Gleichberechtigung und alles. Und in der Realität sehen wir nur wenig davon. Hunderte von Menschen ertrinken. Und das Einzige, was man macht, man will die Gitter noch, also die Grenzen noch weiter sichern. Hunderttausende von Menschen sterben im Irak, in Syrien, in Afghanistan, in Afrika. Und die Welt, und da kräht kein Hahn danach. In anderen Regionen der Welt sterben 3-4 Leute und die ganze Welt solidarisiert sich. Das ist eine Doppelmoral. Und das kann einen wütend machen. Natürlich kann es einen wütend machen. Und es steht uns zu, wütend zu sein. Aber problematisch wird es, wenn diese Wut uns leitet. Wenn nicht mehr der Koran und die Sunna des Propheten und der Islam uns leitet, sondern die Wut uns leitet. Denn die Wut ist ein schlechter Ratgeber. Die Wut ist nicht immer islamisch. In den seltensten, diese Wut ist gar nicht islamisch. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als ihn jemand nach einem Ratschlag gefragt hat, sagte er, werde nicht wütend. Werde nicht zornig. Und dann sagte er ihm, gib mir einen Ratschlag nochmal. Werde nicht wütend, werde nicht zornig. Und nochmal ein drittes Mal, werde nicht zornig, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir können versuchen, bestimmte Sachen zu ändern, aber auf einem islamischen Weg. Auf einem Weg, wie Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es uns vorgelebt haben. Es ist nicht immer einfach, natürlich. Leute, die sich gefesselt fühlen, als wenn sie keine Macht haben, als wenn sie nichts tun können, die greifen meistens zur Gewalt. Und oft zur Gewalt. Und Leute, die sich Gruppierungen wie ISIS und anderen Gruppierungen anschließen, das sind Leute, die vorher schon sehr, sehr viel Probleme und Schwierigkeiten, kriminell waren oder eine Gewaltverbindung hatten. Wut ist ein schlechter Ratgeber und nicht islamisch. Wir müssen uns leiten lassen vom Islam, von Allah subhanahu wa ta'ala, von den Worten Allah subhanahu wa ta'ala und von den Worten seines Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selbst als man den Propheten bekämpft hat in Uhud und in anderen Schlachten, wo manche von seinen Gefährten gesagt haben, verfluche doch die Gegner, die Feinde, die uns bekämpfen und dich töten wollen. Da sagte er, ich bin nicht geschickt worden, um die Menschen zu verfluchen. In einer Situation des Kampfes, wo man ihn bekämpft hat, sagte er, ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu verfluchen. Das Paradies ist teuer. Alles hat seinen Preis. Und die Wut ist mit Sicherheit nicht der Preis für das Paradies. Die Wut in Zaum zu halten, den Menschen, der Mensch muss sich unter Kontrolle haben. Wenn der Mensch sich nicht mehr unter Kontrolle hat, dann tut er Sachen, die sind oft unislamisch. Von daher muss der Islam uns leiten. Die Wut ist ein schlechter Ratgeber. Von daher bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns inshallah immer weise das Ziel sehen lässt. Und die Zeit rennt, von daher werde ich abschließen. Ich werde inshallah nächste Woche vielleicht einige Punkte weiterhin ausführen zu diesem Thema. Aber vergegenwärtigen wir uns diesen einen Hadith nochmal. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. Der Muslim, der Mu'min, der Gläubige, ist in einem, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Freiheiten gegeben, einen Spielraum. Selbst wenn er Fehler begeht, jemand hat eine Sünde begangen, jemand hat einen Fehler gemacht, jemand hat mal nicht gebetet, jemand hat das und das gemacht, all das kann Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergeben. Allah subhanahu wa ta'ala kann ihm vergeben, das ist kein Problem, er hat diesen Spielraum und Allah subhanahu wa ta'ala gewährt ihm diesen Spielraum, wie wir in diesem Hadith sehen. Ma lam yusib daman harama, solange er nicht zu Unrecht Blut vergießen lässt. Bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu jenen gehören lässt, die diese Weisheit sehen, die den wahren Islam erkennen. O Allah, verschließe unsere Herzen vor Extremismus, ja Allah. O Allah, verschließe unsere Herzen vor Extremismus. Öffne sie für den richtigen Iman, ja Allah. Öffne sie für das richtige Verständnis des Islams, ja Allah. O Allah, lass uns zu jenen gehören, die sich vom Islam und nicht von der Wut leiten lassen, ja Allah. O Allah, lass uns zu jenen gehören, die sich vom Islam, vom Koran und von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam leiten lassen und nicht von der Wut und vom Hass, ja Allah. O Allah, lass uns nicht zu jenen gehören, die deine Barmherzigkeit und deine Vergebung verspielen. O Allah, lass uns nicht zu jenen gehören, die deine Barmherzigkeit und deine Vergebung verspielen, ja Allah. O Allah, lass uns nicht zu jenen gehören, die deine Barmherzigkeit und deine Vergebung verspielen, ja Allah. O Allah, leite uns den richtigen Weg zum richtigen Verständnis des Islams, ja Allah. O Allah, vergebe uns und unseren Eltern unsere Verfehlungen und Nachlässigkeiten und helfe und stehe den Unterdrückten und Entrichteten bei, ja Allah, auf der ganzen Welt. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.